Hallo Rot-Weiß-Fans, ich begrüße euch aus dem Stadion an der Hafenstraße. Heute steht das Spitzenspiel an, Rot-Weiß gegen Ulm, die haben wir zu Gast. Der Heimbereich füllt sich und ist heute auch ausverkauft. Ja, auf ein gutes Spiel, in der Hoffnung, dass wir 3 Punkte mitnehmen heute. Ist ein 6-Punkte-Spiel im Kampf um den Relegationsplatz. Ja, viel Spaß beim Video. Ja, Halbzeit hier in Ulm, die sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Ulm war viel besser im Spiel. Die erste Viertelstunde vor allem oder 20 Minuten richtig stark, haben uns in die eigene Hälfte gedrängt. Wir haben gar nicht stattgefunden quasi. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Wir hatten auch unsere Torchancen. Eine richtig gute von Harenbrock, die hätte reingemusst. Ja, die Ulmer haben ein Tor gemacht. Wir haben es nicht genau gesehen von der Tribüne. Abseits, aber angeblich war das kein Abseits. Haben wir Glück gehabt, muss auch mal sein. Ja, ich hoffe, wir kommen jetzt besser aus der Halbzeit, als wir ins Spiel gestartet sind. Und ja, zeigen, dass wir hier zu Hause spielen und heute die Ulmer hier schlagen wollen und die Punkte zu Hause lassen wollen. Weil bis jetzt sah das noch nicht unbedingt danach aus. Aber ja, die letzten 15 Minuten vor der Pause machen Hoffnung. So, da sind wir wieder ein bisschen besser geworden. Haben auch eigene Torchancen rausgespielt, die gar nicht so schlecht waren. In diesem Sinne, auf die zweiten 45 Minuten, nur der RW. Eigentlich eine Chance.
vorbei vom Fuß. Zu Ende. Wir haben, wie ich finde, hochverdient gegen starke Ulmer 2-0 verloren. Ich glaube, wir hätten noch zwei Tage weiterspielen können und wir hätten kein Tor erzielt und ja, die Ulmer hätten alles im Griff gehabt. Also man hat nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie noch mal Spannung aufkommen könnte. Ich glaube nicht mal wenn wir den Anschlusstreffer erzielt hätten, glaube ich, wäre das Spiel noch mal spannend geworden, weil die Ulmer einfach ja viel besser waren, uns klar überlegen und gezeigt haben, warum sie zu Recht da oben stehen und ihren Anspruch auf den Aufstieg, mindestens mal auf den Relegationsplatz, wenn nicht sogar auf den direkten Aufstiegsplatz, heute eindrucksvoll untermauert haben. Ich hoffe, wir bleiben unserer Linie treu, zumindest hoffe ich das heute, dass wir ja, in Dresden dann wieder dreifach punkten, weil wir haben ja in den letzten Spielen immer verloren, gewonnen, im Wechsel quasi. Von daher, ja, wir haben im Hinspiel in Dresden gezeigt, dass man auch Gegner schlagen kann, gegen die man spielerisch eigentlich unterlegen ist. Heute ist das leider anders ausgegangen, aber ich finde, die Saison ist bis jetzt trotzdem geil. Wir schnuppern noch irgendwie obendran und klar ist das jetzt ein Dämpfer nach der Niederlage. Auch, finde ich auch, ich habe mir heute auch viel mehr erhofft. Aber wenn man realistisch ist, finde ich, dann muss man das Ergebnis auch richtig einordnen und einfach sehen, dass wir ja heute chancenlos waren. Ich wünsche allen, die nach Dresden fahren, ob mit Sonderzug oder auf anderen Wegen, eine ganz, ganz tolle Fahrt. Hoffentlich kommt ihr mit drei Punkten wieder und ja, bis dahin, nur der RW.